Tada. Hallo Gabriel. Hallo Drinike. Es gibt Neues von Blended. Nein, warte, ich hab was. Wir sind bekennende News-Junkies und wir lieben das, uns durch Artikel zu klicken, und morgens, mittags, abends. Drüber aufzuregen. Und uns drüber aufzuregen. Wenn ihr auch welche seid, dann hört uns dabei zu und teilt oder teilt überhaupt nicht unsere Ansichten. Es geht los mit dem aktuellen Blended-Newsletter von Kleiner was Zuckerlauf für Kleiner was Zuckerlauf. Los geht's. Also, aus der Neuen Züricher Zeitung am Sonntag. Yes. 3500 Soldaten sind in Bereitschaft, eine Autobahn wird stillgelegt und Pharmafirmen bunkern Medikamente. Das ist kein Skript für einen Weltuntergangsfilm, sondern Maßnahmen, die Großbritannien gerade für den Fall eines harten Brexits plant. Was außerdem auf dem Notfallplan steht, erfährst du in dieser Liste. Oh. Okay, Thema Brexit. Thema Brexit finde ich ein gutes Thema an sich. Aber nur weil es eine andere Sache ist. Yes. Also, weil Brexit-Politiker, die irgendwie über Brexit reden und sagen, warum der Brexit gut oder doof ist. Wir sind ein bisschen müde. Genau. Aber hier Katastrophenszenario, das finde ich toll. Also wenn die jetzt noch Wasser bunkern würden, dann wäre es mir noch lieber. Ja. Finde ich auch gut. Finde ich auch irgendwie spannend und auch das Bild gefällt mir auch gut. Notfallplan und Liste hat auch so, das finde ich auch mal schön, wenn man sagt, diese Liste gibt es, weil ich da natürlich weiß, das hat ein natürliches Ende. Ja, das haben wir gerne, wenn Dinge aufgezählt oder gezählt oder gerankt oder irgendwas sind oder zumindest auf einer Liste enthalten sind. Das und ist sehr postmodern. Warum wird denn eine Autobahn stillgelegt? Damit die Pharmafirmen ihre Medikamente noch irgendwo hin? Ja, naja, so, kommen wir jetzt mal zu der Realität der Dinge. Das ist in Wirklichkeit. Okay, nein, pass auf, das ist kein Skript für einen Weltuntergangsfilm, könnte aber einer sein. Denn genauso spannend wie der Weltuntergang ist auch der drohende No-Deal-Brexit. Wollen wir es dabei belassen und niemals die Wahrheit erfahren? Besser, ne? Ach doch, doch, komm. Ja, es ist in Wirklichkeit nicht so spannend. Ich meine, die sagen es ja selber, wir haben es jetzt hier natürlich massiv aufgebauscht und irreführenderweise formuliert. Aber das sind alles glaubst, Maßnahmen und da wird eine Autobahn stillgelegt. Naja, bei uns wird auch manchmal eine Autobahn stillgelegt, für eine Baustelle zum Beispiel oder Baumschnitt. Pass auf, hier steht, das Königreich, ich habe den übrigens gekauft. Gekauft. Stellen Sie sich vor, Sie säßen in einem Auto, das frontal auf ein entgegenkommendes Fahrzeug zusteuert und keiner der beiden Fahrer ist gewillt, auszuweichen. So ergeht es gerade den Briten. Nein, ergeht es denen nicht, aber okay. Können sich das Vereinigte Königreich und die EU, die das andere Auto steuert, in den nächsten Wochen nicht auf einen Ausstiegsvertrag einigen, kommt es am 29. März zum vertragslosen Zustand, zu einem harten Brexit oder, wie es viele Menschen auf der Insel formulieren, zu einem Car-Crash-Brexit. Ja, aber das stimmt nicht. Also da läuft ja niemand amok, da werden keine Lebensmittel in Kellern gebunkert. Gehortet, das steht da, hat die mir vorher versprochen. Das steht jetzt in dem Artikel noch nicht. Ja, bislang, aber das sind ja die Leute, die auch, weißt du, mit diesem Millennium-Bug da, weißt du noch? Dass man kein Geld mehr an den Automaten kriegen kann und so? Nee, als alle Computer der Welt plötzlich zum Jahrtausendwechsel, als die ausfallen hätten sollen und so. Ja, achso, ja, aber das gehörte dazu. Ja. Das gehörte dazu, das ist jetzt auch so ein bisschen so. Das wird natürlich nicht passieren, Brexit hin oder her. Also das kann schlechter laufen oder besser laufen. Das hat bestimmte wirtschaftliche, politische und internationale und nationale Konsequenzen für beide Beteiligten. Ist richtig und die können auch sehr unangenehm sein, ja, aber nicht so, dass irgendjemand hinterher nicht zu essen hat oder irgendjemand kein Geld kriegt oder auch der groß das Militär was machen muss. Also ich behaupte, vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster raus, aber ich behaupte das Nein. Also diese Liste, ich sage mal nur die Überschrift dieser Liste, das sind so einzelne Überschriften, das ist erstens Lastwagen überall. Das ist immer eine Autobahn. Zweitens Lebensmittel fehlen. Fehlen? Dave Lewis, der Chef der größten britischen Supermarktkette Tesco, ist besorgt. Als er im vergangenen Herbst die Geschäftszahlen vorstellte, nutzte er die Gelegenheit, um die Regierung zu ermahnen. Die größte Herausforderung bei einem No-Deal wird es sein, genügend frische Lebensmittel zu haben, sagte er vor Journalisten. Das ist doch Unsinn. Er soll aufhören, sowas für Journalisten zu sagen, die das auch noch bereitwillig abschreiben. Lebensmittel werden ja vielleicht teurer. Aber es ist nicht so, dass das ist ja kein Embargo, was da droht. Flugzeuge am Boden. Kann sein, ist nicht schlimm. Vorfreude der Briten auf die Sommerferien ist getrübt. Ist es ratsam, Flüge von England in die EU zu buchen?
Und was ist mit den Touristen aus Berlin, Warschau oder Zürich, die einen Städtetrip nach London planen? Hä, das wird doch möglich sein, muss halt nur einen Ausweis vorzeigen, richtig? Leute fliegen in andere Länder, die nicht in der EU sind. Ja. Jetzt schon und auch in Zukunft. Ja. Lass das. Das stimmt. Also vielleicht überblicke ich die Tragweite. Oh, nein, 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 Punkt 8, Punkt 8. Oh Gott, ich nehme alles zurück. Harter Brexit bedeutet? Reisen ohne Haustiere. Warum? Weiter, komm, nicht mehr. Nicht mehr. Ja, okay. Das ist schon heute solcher Zeitung. Aber gut, mit Ansage. Also ihr habt eigentlich kein Geheimnis rausgemacht, dass das halt Clickbait ist. Ihr habt das extra nummeriert, damit auch jeder weiß, dass es Clickbait ist, weil nummerierte Sachen sind immer ein bisschen Clickbait. Jetzt bin ich enttäuscht. Ach, Jenny, es tut mir so leid. Du hast dich so darauf gefreut und ich habe dir auch gesagt, wir hätten es lieber bei dem Film Szenario bleiben gelassen sollen und nicht das. Das ist Mist jetzt natürlich. Erwartbar, aber Mist. Das tut mir leid. Komm, wir machen mal zurück und wir tun so, als wäre hätten wir das nie erfahren und als wäre hier Apocalypse Now und hier Mars Attacks. Wir haben drüber gesprochen. Ich möchte nicht mehr drüber reden. Okay, alles klar. Tut mir leid. Der Tagesspiegel. Eminem hätte vor Jahren den Pulitzer-Preis verdient. Rein sprachlich. Das ist für mich Shakespeare. Ja, dann bist du ein Bauer. Nein, Dendemann. Weiter weg mit Dendemann war und ist eine Galionsfigur des Deutschraps. Hier spricht er über die emotionale Intelligenz von Jan Böhmermann, Kirmes im Sauerland und über Reime, die er sich verkniffen hat. Wer ist denn dieser Dendemann? Das ist eine Galionsfigur des Deutschraps. Shakespeare. Sie ist immer nur am Feiern. Ach, am Feiern? Ja. Ich habe schon ein Feuer. Ja, du verstehst immer alles nicht so richtig gut. ich brauche die alle nicht. Es reicht nicht, irgendwas über Jan Böhmermann gesagt zu haben, um eine Schlagzeile zu verdienen. Aber wenn man was über die emotionale Intelligenz von Jan Böhmermann sagt, dann bestimmt schon. Nee. Nee, auch nicht? Gut, weiter. Weiter. Jetzt was Fröhliches. Alte Frau und Ziege auf dem Berg. Leute, die nicht gern essen und trinken, sind oft spaßfrei, sagt Bundesministerin Julia Klöckner, als sie den Ernährungsreport 2019 vorstellt. Ja, die ist super, die ist nämlich super lustig, die Julia. Deswegen wirft sie anderen Leuten vor, sie seien spaßfrei. Also look it up auch, Julia Klöckner. Witzbold vom Herrn. Die ist ja auch, glaube ich, so mit dem Bauernverband. Ne? Also muss sie ja. Diese steile These untersucht die Studie zwar nicht, dafür aber vieles andere. Wie ernähren sich die Deutschen? Wie kochen sie gerne? Und wo klaffen Moralvorstellungen und Essverhalten weit auseinander? Nein. Also das kriegt so viele Arten von Nein. Erstens, weiß nicht. Also ich bin gespannt auf das erste Comedy Stand-Up Special von Julia Klöckner, weil die eine Ullknudel ist. Eine Ullknudel. Aber unabsichtlich, ne? Ach Quatsch, die ist stumpf, trocken und öd hoch tausend. Ja. Also die ist nicht lustig. Wer kommt denn auch auf die Idee? Achso, ich gerade. Okay, egal. So, das andere ist aber, dieser ganze Bericht, den sie da in Auftrag gegeben hat und der da jetzt da rausgekommen ist, ist ein Witz. Seine Unverschämtheit, Julia, ist eine wir haben das ja alles schon erfahren und gelesen und so. Ja. Ja, das ist eine Unverschämtheit. Weg damit. Und dass das irgendeine Art von wohlwollender Presse hier bekommt, das lasse ich nicht zu. Also wirklich. Das ist so zu 180 Grad an allen relevanten Fragen, die nämlich sehr dringend und sehr aktuell sind, völlig vorbei. Stattdessen erfahren wir nochmal, dass mindestens einmal pro Woche Männer ein Restaurant benutzen, als Frauen, Männer eine Kantine benutzen, mehr als Frauen oder einen Lieferdienst zu 6%. Und weitere spannende Facts darüber, wie ernähren sich die Deutschen, kochen sie gerne und wo klaffen Moralvorstellungen und Essensverhalten weiter? Also allein schon dieses, was kommt täglich auf den Tisch? Obst und Gemüse, sagen 71% der Deutschen. Wirklich? You heard it here first. Ja. Nord, verpiss dich. Verpiss dich, Julia. Also nein, nichts für ungut, aber vielleicht ein bisschen mehr Witze machen und weniger so einen Quatsch machen ohne Scheiß. Und dann können wir nochmal über einen neuen Artikel sprechen. Das hier abgelehnt, gnadenlos, weiter. Und abgelehnt auch neue Presse, dass du dem neue Presse gönnst. Nicht verdient. Weiter. Weiter. Letzte Geschichte. Letzte Geschichte. Ding, 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 ding. Zähne im offenen Mund. Das ist, also nur Füße sind schlimmer. Mögest du berühmt werden, man soll eine Krankheit nach dir benennen. Das war Fluchen auf Jiddisch.
Schimpfen ist menschlich, alltäglich und hilfreich? Ja, sagt der Professor Richard Stevens, der sich seit 15 Jahren mit neurologischen Aspekten des Fluchens beschäftigt. Aber was hat das denn mit Jiddisch zu tun? Nee, nix. Das ist einfach nur, wie auf welchen Sprachen man irgendwie lustig fluchen kann. Aber das ist doch gar nicht auf Jiddisch. Das ist doch scheiße. Das ist nämlich nicht auf Jiddisch. Dann hätte ich gedacht, oh, das ist ja lustig auf Jiddisch. Ja, aber das hätte ich auch nicht vorlesen können, vermutlich, oder? Aber wer schimpft denn das so? Mögest du berühmt werden? Mögest du berühmt werden? Man soll eine Krankheit nach dir benennen. Shabbat Shalom. Weiß ich nicht. Also, nee, also so schimpft keiner auf Jiddisch. Oder schon gar nicht, kannst du auf Deutsch was hinschreiben und dann sagen, das war Fluchen auf Jiddisch. Und dann geht es noch nicht mal weder um Jiddisch noch um... Doch, um Fluchen. Ja, irgendwie. Also, ihr habt also starkzeilenmäßig, habt ihr hier total verkackt. Entschuldigung, ihr kriegt mein Interesse überhaupt null. Und dann auch noch mit dem hässlichen Mund mit Zähnen. Ja, der Mund und ist und so. Wirklich blöde Bildauswahl. Ja, ja. Also Schimpfen ist gut, es befreit, reinigt und mehr davon. Gern mehr davon. Außer Nein zur AfD. Weiter. Das war's. Yay, yeah, das war's, yeah. Wir haben es geschafft. Wir haben noch eins geschafft. Ach, wir sind so klug. Also falls irgendjemand bis hierhin geguckt hat, dann möge er jetzt diese Message von uns in Empfang nehmen. Roll nicht mit den Augen und schimpfe viel. Und abonniere uns jetzt, sonst platzt dein Kopf.